Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich zu einem sehr warmen Food Haul. 31 Grad. Es wird wärmer. Wenn nicht noch heißer. I don't know. Wir haben erst 13 Uhr. Wir haben heute Mittwoch, den 28. Ach, ich darf meine Frau nicht knutschen. Ja, hab Stippenlüft. Hat Stippenlüft. 28. ist 8. Heute haben wir unsere Reiseunterlagen bekommen, genau. Am 15.09. geht's los, ne? Nein, für alle Einbrecher, die Wohnung ist bewohnt, es kommt jemand, lohnt sich nicht, hier einzubrechen. Es ist jemand drin vor Ort. So. Wir waren nur bei Hit Ulrich im Aldi. Ja. Und ich war kurz im DM, um neue, was heißt neu, um Mückenstecker für den Urlaub zu holen. Genau. Wir haben nicht viel gekauft, es ist wirklich nicht viel. Ja, gut, aber gekostet hat es trotzdem. Ja, naja, weil wir halt gute Sachen gekauft haben. Gekostet hat es trotzdem. Wie immer. Ja. Gut. Naja, dann mach mal. Ich muss mal doch das aus dem Kühlschrank rausholen. Mm. Nee, das lassen wir drin, jetzt sagen wir nur, was das ist. Jetzt wieder die Kühlkette unterbrechen bei den Temperaturen? Nein. Okay. Was hast du drin gestellt? Ja, das Ganze, so Mimi und all so ein Kram. Na, das kannst du raus, aber den geht Fisch. Und ich hab das alles in der Tüte drin. Dann bring her, bitte. Kannst du bitte die Fernbedienung vom Ventilator aus meinem Zimmer mitbringen? Ich muss mal hier ein bisschen anmachen. Ja. Immer wieder diese Kommentare, oder was heißt immer, aber es waren wieder vereinzelt. Naja, lass doch die irgendwie nicht immer alles machen. Meine Lippen, ne, Muggelchen, ne? Oh, was haben wir hier? Ein Stück Papier. Ist warm heute, naja, mir ist auch warm. Oh, it's warm. Unser Urlaub steht vor der Tür. Jawohl, jawohl. Ich habe ein Kleid an, von Bonprix. 12 Euro, ist Maxi. Ja, gib mir ein bisschen Knirsch. Die sind schön luftig, die Kleider. Ach, ich danke dir, mein Schatzi. Geht das überhaupt? Oder muss ich dein Licht erstmal an- und ausmachen? Eben, genau, damit ausmachen, genau. Ich muss ein bisschen Venti anmachen. Ich fange mal mit dir an, ne? Ist egal, mit was nee, ist alles da. Oh, alles fein, säuberlich und so weiter und so weiter. Ja. So. Das ist der Ventilator, ne? Ja. Luft. Das ist windelig. Wir fangen bei Hit an, ne? Ja, genau. Bei Hit habe ich mir meinen Lieblingskartoffelsalat. Den kleinen mitgenommen? Den kleinen mitgenommen. Den anderen habe ich. Wir wollten wir eigentlich zu den Würstchen essen. Aber wir haben die Würstchen noch nicht gegessen, die wir letztes Mal gekauft haben. Nee. Nein. Aber vielleicht heute. Vom Kühlmann. Genau. Dann hat Ille Käse, ein Stück Käse. Wilder Bernd. 260 Gramm. 6,47 Euro. Mit 100 Gramm 2,49 Euro. Was willst du machen? Wenn ich Käse esse, esse ich Käse. Eben. Dann haben wir hier ein bisschen Fisch. Und zwar einen Toten Heilbutt. Das ist schwarzer Heilbutt. Der kennt schwarzen Heilbutt. Oh, meine Mutter hat das geliebt. Das kostet 7,53 Euro. 370 Gramm. Mm, geräuchert. Der ist sehr fettig. Hat bestimmt sehr viel Kalorien, aber... Nein. Mmh. Nee? Ach, du willst doch nicht, was gut ist, ey. Ach, naja. Wie naja? So ein fettiges Kram. Ja. Ich esse es auch. Ich esse es auch, davon abgesehen. So, dann haben wir hier noch, wir hatten Lachskoteletts im Angebot. Und zwar 24,90 Euro das Kilo. Und für zwei große Lachskoteletts
582 Gramm. 14,49 Euro. Ja. Dann haben wir hier noch Wurst. Ach ja, aber nicht viel. Wurstbeef. Zwei Scheiben. 1,20 Motorsi Chicken Salami. 46 Gramm. Magnifico. Italienische. Italienisch. Und Steinhaus Krustenbraten, auch zwei Scheiben. 2,99. Bei dem Wetter ist man sowieso nicht so viel. Und dann hat Ille. Genau. Surimi-Sticks. Genau. Das sind diese Krebsersatzfleisch. Aber davon habe ich gesehen, Blick nach noch bei TikTok, habe ich gesehen, hat sich jemand Chips rausgemacht aus den Dingern. Ne? Die kannst du ja so aufrollen. Und das will ich mal probieren in der im Airfryer, in unserer neuen. So, das bringe ich dann gleich wieder weg. Ja, mach mal bitte. Alles gut. Ja, mein Schatz, die Mause. Die MBH. Ja, mein Schatz. Bring mal eine Knabberstange bitte mit, wenn du in der Küche bist. Für die Muggels hier. Ja, weil das Schabefleisch haben wir nicht mitgenommen, weil bei dem Wetter, wir haben keine Kühlung bei gehabt und ach. Das ist mir dann immer nichts, ne? Hast du das Eis eigentlich oben in den Tiefkühler gepackt? Okay. Okay, 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 okay. Was ist denn? Eine Fliege? Ist da eine Fliege? Mensch. Ist da eine Fliege? Ja? Oder ein Mutterich? Mutterich? Nein. Hier, was ist da? Mein Schatz, ja, du hast Hunger, ne? Du hast immer Hunger. Dann haben wir euch mal eine Büchse Thunfisch mitgebracht im eigenen Saft. Mal gucken, ne? Unsere mochten das ganz gerne. Ja, doch eine Fliege da. Ja, dann geh gucken. Ist eine Fliege oder ist es eine... Ja, weiß ich nicht, er schnattert. Guck mal, wollen wir mal ein bisschen Knabberstange geben? Ja, guck ist mal. Ist euch schon aufgefallen bei den Knabberstangen für die Katzen? Die Verpackung ist dieselbe geblieben. Der Inhalt ist weniger geworden. Schweine. Ja, pass auf da. Ja, ja, mein Glas, ja, ja. Okay, guck mal hier. Mmh. Mmh. Nom, 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 nom. Muggelchen. Muggel, komm her. Ja, du bist doch da. Ja, ich weiß. Hier. Hier. Ich bin hin. Hier. Muggel. So, weiter geht's. Wir haben unsere Brötchen mitgenommen. Ja. Unsere Sonntagsausgehbrötchen. Ja. 1,19. Ja. Sind wirklich die... Ja, die schmecken echt gut. Die schmecken echt gut. Also da kommt Aldi nicht mit, da kommt Lidl nicht mit. Und jetzt in der neuen Fritteuse, ja, in der alten ging es über, die neue Fritteuse, wenn du dann auf Grill machst, dann macht er 5 Minuten auf 230 Grad und ist richtig knackig. Ich habe Kaffee. Oh. Ja, dann hat Ille sich hier... Ach ja, für den Urlaub. Mentosch, Mentosch Fanta, Mentosch... Die sind für den Urlaub. Ich koste trotzdem mal einen. Hier Fanta. Fanta die und Fanta du. Ja. Du musst gucken, rechtzeitig wie meine Ohrstöpsel, ne? Ja, wenn ich die Koffer hochhole. Fanta. Du kannst sie ja nicht. Nein. Fanta ist orange. Aber nichts, ne? Naja. Egal. Für den Urlaub im Flugzeug. Einpacken, zwei packen. Ja, einmal Flut und einmal Fanta. Ja, dann hatten sie unseren Teller hatten sie wieder im Angebot. Ja, wir haben noch welche im Keller, aber. 3,33 €. Aber. Wir werden auch was hier mit deinem Sohn schicken, mal ein Glas. Ja. Aber für 3,33 750 Gramm kannst du nicht meckern. Dazu muss ich mal erzählen, ich hatte vergangenen Donnerstag das Paket für meinen Sohn auf die Reise geschickt.
Es war nach Wangerooge auf der Insel. Ja, nach Wangerooge. Es war sage und schreibe am Samstag schon da. Kurz vorher hatte er von einer Freundin einen Brief erwartet. Der hat anderthalb Wochen gedauert. Finde den Fehler. Ja, genau. Worauf mein Sohn dann sagte, naja, wenn meine Freundin, Bekannte, ihm wieder einen Brief schicken will, ich sage, nee, dann sollen sie den Brief ins Paket packen. Ja, genau. Geht schneller. Also ich war sowas von den Socken. Donnerstag weggeschickt und am Samstag war es schon da. Ja, und nicht seine Freundin, sondern eine Freundin. Eine Freundin, nicht genau. Eine Freundin, nicht seine Freundin, eine Freundin, genau. Dann weiß jeder Bescheid. Ja. Ja, so, weiter geht's. Also davon haben wir drei genau. Gläser mitgenommen. Dann hatten sie... Gläser. Hatte ich Ella gefragt, ob es was zu trinken braucht. Ja, sie braucht zu trinken, und zwar Pomegranate. Zweimal. Von Schweppes. Und Mojito. Mojito. Von Schweppes. Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Das war halt vom Hit. Von Hit, ja, genau. Das war wir haben wirklich nicht viel gekauft. Nein. Weil, wie gesagt, wir fliegen ja bald im Urlaub und da wollen wir jetzt nicht, wir müssen noch... Na gut, also der Spaß hier hat jetzt gekostet 57,58 Euro. Davon sind aber schon 15 Euro... Der Fisch. Der Fisch, ja gut. Und dann und knapp 7 Euro der Käse. Ja, und dann 10 Euro die Nudeln. Die Nudeln. Hier die Nuttenteller. Ja. Nicht die Nudeln. Ja, steht jetzt auch genau alles drauf. Wilder Bernd steht drauf. Hm. Ja, dann standen wir bei der Käsetheke. Käsetheke. Da muss Ille jetzt mal eine Story erzählen. Da stand eine Käse, da stand ein Mitarbeiter und hat eine leere Käse oder Fleisch oder Wursttüte gehabt und sagte, du musst den Bon mal rausnehmen. Ich sah, wie geklaut, ja. Da klauen die wirklich, lassen sich Sachen einpacken an der Frischtheke, Käse, Fleisch, Wurst. Und nimm das raus aus der Tüte, klauen das und legen die Tüte irgendwo hin. Ich fall echt vom Glauben ab. Und da haben die Baby gesagt, das ist Standard, das ist gang und gäbe. Ja. Da fall ich, deshalb müssten die das so einrichten, dass wir gleich an der Theke da bezahlen müssen. Ja gut, aber das wäre das dann Aufwand, ja, ich weiß. Ja, das ist das, da kommt dann die Sache der Hygiene wieder dazwischen. Naja. Wie gesagt, du fasst das Geld ein und so weiter, du müsstest da praktisch dann jedes Mal, gut, sie macht es ja sowieso, sie hat Fisch angefasst. Ja, oder erst abkassieren und dann an der Theke dein Fleisch holen. Mit dem Bon. So, also mein Wurstpaket. Ja. Aber auch dann können sie das ja nicht wieder wegpacken. Also, ja. Ich fall echt vom Glauben ab. Ja. So, manchmal sieht man ja auch so Videos bei TikTok, leere Kaffeegläser, ja? Leere Kaffeegläser. Die nimmt hier die getrockneten Kaffee, die Friedrich, also hier Nestkaffee. Ja. Die nimmt aus dem Glas raus und stellt leere Glas hin. Ich fall vom Glauben ab. Leute, ich fall vom Glauben ab. Ich meine, wir haben ja bestimmt viele von euch, die im Einzelhandel arbeiten. Ihr könnt ja mal ein paar Storys in die Kommentare hauen, was ihr so erlebt. Also ich fall vom Glauben ab. Ich kann das nicht glauben. Ich bin sprachlos. Weil geklaut wurde schon immer. Ja. Wurde schon immer. Mein Gott, jeder hat als Kind mal so eine Mutprobe gemacht. Ich habe auch schon mal einen Snickers geklaut bei Edeka, als ich klein war. Hm. Ja. Ja. Aber ich sag mal so, ich denke mal... Es ist schlimmer geworden. Ach, viel schlimmer, denke ich. Na, also, traurig, aber, ja. Ich fall vom Glauben ab, ganz ehrlich. Weiß ich nicht, also. Okay, weiter. Ja. Ja, das war bald. Jetzt sind wir durch. Ja. Aber jetzt sind wir durch. Noch keine neue Handy. So.
Sodele, genau. Komm her, mein Schatz. Oh ja, ich weiß. Damit wir wieder ordentlich packen gehen können. Ja, auch dazu brauchen wir Tüllpapier. Unser Lieblingstüllpapier. Von Aldi. Von Aldi. Also wir haben schon vieles ausprobiert. Moni, plus 10% mehr Inhalt. Na ja gut, okay. Wird unser Arsch mehr? Ich weiß es nicht. Ja, dann stand ich da, da hatten sie hier Haushaltsrollen. Großpackung. Die normale Packung kostet ja 2,75. Ja. Da sind ja 4 Stück drin. Ja. Diese Packung hier, da sind jetzt 8 Stück drin. Kostet 3,99. Also sparst du ja. Ich war erst, weil es stand nirgendwo ein Schild und da sagt Ille, wir brauchen es ja. Und es war überall irgendwie gähnende Leere, wieder mal. Ja, ne, die Regale waren echt leer. Ja, ich weiß nicht, ob die momentan wieder Schwierigkeiten haben. Ja, aber morgen ist Donnerstag, vielleicht haben sie schon ausgeräumt, weil ja morgen neue Werbung kommt. Ich weiß es nicht. Ja. Zum Beispiel die Mozzarella, den wir gekauft haben, der ist erst morgen in der Werbung. Den habe ich heute schon gekriegt. Ja. Ich will in deinen Rucksack drin. Hast du irgendwas da drin? Nö, eigentlich nicht. Okay. Also okay, Haushaltsrollen. Okay. Dann hat Ille Eis mitgenommen. Ja, dann leg mal kopieren. Die sind schon im Gefrierer. Vanilla Schoko von Mucki. Bitte? Eins holen? Möchtest du eins haben? Eins kopieren, ja. Möchtest du eins haben? Ja. Möchtest du das? Wir haben uns immer wieder mal gesagt, nicht wieder aufregen, wenn meine Frau das macht. Ich kenne doch die Hintergründe gar nicht, Leute. Ja, wenn ich jetzt hier sitze, ich bleibe jetzt hier sitzen. Genau. Ille möchte jetzt ein Eis essen, hat sie jetzt gerade mir eben geflüstert. Oder irgendwas. Dann müsste sie ich... müsste ja sowieso ich aufstehen. Ich muss sowieso aufstehen. Also, bis ich hier raus bin, Leute. Stille. Ja, sehr gut. Stille guter See. So, Vanilleeis überzogen mit weißer Fettglasur, teilweise überzogen mit Milchschokolade. Na gut. Kosten wir mal. Eigentlich wollte ich gar kein Eis mehr kaufen. Dieses Jahr. Die Eiszeit ist vorbei, habe ich gesagt. Aber nö. Den Kleen war 40 Gramm 1. Oh Gott, sind die süß. Oh Gott, die sehen so riesig hier aus. Oh Gott. Aber reicht, weißt du? Guck mal. Das sieht doch niedlich aus. Minis. Ja. Bitte 40 Gramm 1. Mhm. 150 Kalorien. Geht doch. Willst du mal kosten? Nein. Da saß sie. Hab heute nichts für dich. Bei Eis würde ich auch nicht das Gesicht verziehen. Aber ich bin keine Kälte. Ich bin, ja gut. Auch ja. Ich nur im Sommer. Also im Winter, naja, gut im Winter. Aber wenn ich so, manche essen ja auch im Winter Eis. Ich bin nicht so der Eisesser. Ne? Ille fragt mich abends oft, soll ich dir auch ein Eis mitbringen? Ich sage nein. Schmeckt, aber kann man machen. Kann man essen. Kann man machen. Nee, kann man essen. Kann man machen. Kann man machen. Kann man kaufen. Kann man kaufen. Ja, oh gut. Kaufen kann man es. Okay. 1,99 geht doch. Ja, weiter geht's. Tomaten. Die kommen... Deutsch. Nee? Aus Deutschland. Ja. Ursprung Deutschland. Rispentomaten. Ja. Und wir teurer geworden, ne? Großkreuz. Werder Frucht GmbH. Wo ist der Ketchup herkommt? Ja. Ach so, dann erzähl gleich noch eine Geschichte. Gestern klingelt der Paketmann. Temu-Paket und noch ein Paket. Sag auch. Wir packen den Temo in Pakete, also in Pappkartons. Machen wir auf. Und was war drin? Soll ich sehen? Ja. Hey, was war drin? Zwei Flaschen unser Lieblings-Sesamöl. Ja, da war... Das Schwarze. Das ist das Pure Black. Da war jemand sehr aufmerksam. Liebe Steffi,
Lieben, lieben, lieben Dank von hier nochmal. Ein Küsschen aufs Ohrläppchen. Lieben Dank. Da haben wir zwei Flaschen von unserem Sesamöl bekommen, was wir hier ganz schlecht kriegen. Dankeschön, da haben wir uns gefreut. Genau, weiter. Noch was? Nein. Ich hätte es geholt. Ja, kann ich ja. Kannst du ja. Ich hole sie. Hätte mir ja auch alles schon mal vorher hinstellen können. Wir müssen vorher immer einen Plan machen. Das brauchen wir und das brauchen wir. Hole ich erstmal alles mit einmal her. Machen wir sowieso nicht. Wir sind immer spontan. Hast auch wieder recht. Das ist ja langweilig, wenn wir sie alle so durchstrukturieren. Oder? So langweilig. Nee, das ist ja wie ein Drehbuch. Nein, das schreiben wir ja nicht. Nein. Wäre cool. Kann man machen. Genau. Hier, das ist unser Lieblings-Sesamöl. Das ist so lecker. Nicht zum Braten oder so, um Gottes Willen. Wenn du asiatische Gerichte machst, darin machen, über deinen Reis machen, überall, das schmeckt so lecker nach Sesam dann, das ist so mega geiles Öl. Also wenn ihr das mal kriegen solltet, das gibt es sowieso nur im Asialaden. Das ist, also nur, das gibt es doch das andere, ohne das Pure Black, das hat einen gelben Deckel, das andere hat einen roten Deckel, das ist nur normale. Das ist ein Pure Black. Genau, das ist schwarzes Sesamöl, das ist mega lecker. Das ist ja, lecker. Einfach nur lecker. Lieben, lieben Dank, liebe Steffi. Wir gehen davon aus, dass es von Steffi ist. Hat sie doch geoutet. Hat sie sich schon geoutet? Naja. Da hast du mir doch gar nicht erzählt. Ja, gestern Abend 23:30 oder kriege ich eine WhatsApp. Da hat Steffi geschrieben, ist ein Paket auf dem Weg. Da habe ich gesagt, ach so, von dir ist das. Ja, lieben, lieben Dank und tausendmal bedankt und Küsse auf Bauchnabel, habe ich geschrieben. Da gesprochen, hat sie heute zurückgesprochen. Da freut sie sich und tralala, nee, Küsse auf Bauchnabel nicht. Ich küsse eure Augen. Ja, weiter geht's. Dann haben wir eine kleine Dose Thunfischfilets im eigenen Saft. Für die Muckels. Für die Muckels. Weil den einen. Ach, wir hatten gestern Thunfischpizza. Und da haben wir so ein bisschen ein paar Stücke, die denn da drauf waren, runtergenommen und Unser Anlauf Dreierbande mochte das sehr gerne. So mal ab und zu so ein bisschen Thunfisch aus der Dose. Ja. Soll man nicht zu oft geben, aber ab und zu kommen. So ein Unileben wie ein Hund. Dann hat Ille Bananen mitgenommen. Für dich. Kobana. Für dich. 4 Stück. Für mich. Dann hat Ille mitgenommen. Wieso, Ille, du warst auch mit? Ja, ich war auch mit, aber erzähle jetzt mal das, was du eingepackt hast. Okay. Ich habe ja nicht viel eingepackt. Nein. Ich habe ja nicht alles gekriegt, was ich haben wollte. Ja, was wolltest du noch haben? Na, Katzenfutter. Ach so. Nicht Bon Prix, sondern Bon Riz. Bon Riz. Bon Riz. Hat Ille erzählt? Teurer geworden? Ja, 1,19. Die kommen mal 99 Cent. Ja. Bisschen andere Sachen machen sie wieder preiswerter. Und die preiswert waren, machen sie jetzt teurer. Also irgendwie ist das, hebt sich das alles auf. Also. Zu den Tomaten, Mozzarella, den hatten sie im Angebot, ne? Ja, 1,29 XXL. Ja. Zu den Tomaten. Dann unser heißgeliebtes Körnerbolognese. Ich habe das mal beobachtet. So viel Zeit war da. Da waren einige Herrschaften, Damenschaften und Herrenschaften, die das auch in ihrem Wagen hatten. Echt, ne? Ja? Ja. Das ist wirklich lecker. Und in der Fritteuse, heiße Fritteuse auf Grill, 5 Minuten, also nach 4,5 Minuten mal drehen. Weil wir haben ja keinen Toaster und das ist richtig schön knackig. Schön knackig. Ja, dann Ostereier. Apropos Ostereier. Wir kommen bei Hit. Bei Hit rein. Was steht da? Lebkuchen. Wir kommen im Aldi rein. Nee.
Beim Aldi ist auch schon Lebkuchen. Doch, auch schon? Ja. Da habe ich gar nicht gesehen. Ja. Die ist eine Reihe, wie es früher war, nur in Kartons. Ach so. Ja, naja. Ende August. Ja, eigentlich immer, ich weiß noch, wir sind mal auch zu Aldi gewesen, da war es auch so warm. An der Bushaltestelle hast du Marzipan gegessen. Habe ich Marzipan gegessen, genau. Runde Eier, also deswegen. Ist auch wieder durchgefallen, ne? Wenn jetzt das gekühlte Salz gerade rausgefallen ist. Egal. Hast du nicht offen, was? Ich muss doch gucken bei den Eiern, ob da was mit drin ist. Ja, halt. Weil das ist sowieso. Also, ich weiß nicht, also. Naja, ist gut, ich sag nicht. Diese Frau arbeitet bei Aldi, um Geld zu verdienen. Ja. Der ist es egal, was sie für ein Gesicht hat? Nee, naja, okay, man kann doch mal kein Lächeln, kein guten Tag, kein so, nichts, gar nichts. Nichts. Das hatte Ille auch mal angesprochen, als ein. Als wir letztes Mal den jungen Mann hatten, genau. Mann sagen, hat... Mein Gott, sie sind aber Freundin, das ist doch normal. Ja, naja. Hier gibt es eine. Ja, ich weiß, sagt er. Ich weiß. Ja, gut, also, man weiß es. Die verzieht nicht eine Miene. Die lächelt nicht, die sagt nicht guten Tag, die sagt nicht auf Wiedersehen. Nee, und die kassiert ab und gut ist. Wenn man sie denn, und sieht nur Fluppen, ja. Ja, wenn man sie dann anspricht, dann reagiert sie so, als wenn sie. Sie haben mich jetzt gestört. Also ja, so ist etwa, ja. Habe mich jetzt gestört. Der kann sich keine Scherze machen, gar nichts. Das ist wie so ein Roboter. Ja. Der ist das also alles so. Aber gut. Naja, wenn ich mit Menschen arbeite und wenn ich halt nur so tue, als ob. Ja gut, aber weißt du, sie kassiert schnell ab. Also wenn da nur so eine Leute, halt auch letzte zu ihm gesagt, wenn nur so eine Leute da wären wie ihre Kollegin, die keine Miene verzieht, die nicht guten Tag, nicht auf Wieder, dann würde hier keiner einkaufen gehen. Also dann würde ich da nicht mehr einkaufen gehen. Ja, ja, das ist. Ich meine, auch wenn es einfach nur. Ist nicht kundenfreundlich. Nein, ein Lächeln. Oder mal. Wir machen das. Das war so heute Morgen, ne? Also, das war ja noch nicht, wenn sie jetzt um 18 Uhr so eine Miene ziehen würde, weil sie hat gleich Feierabend oder so. Aber heute Morgen, da ist man doch ausgeruht und. Ja, aber die hat kein anderes Gesicht. Nein, das geht nicht um das Gesicht. Das geht um die Art. Ja. Verstehst du? Sie hat jeder. Ich habe auch kein anderes Gesicht. Nein. Aber man kann da mal ein bisschen lächeln oder. Und nicht mal in den Augen siehst du irgendwie so. Nee, also am besten. Hier, Aldi, ist jetzt Fritz-Werner-Straße? Nein, Wilhelm von Siemens. Wilhelm von Siemens? Ist auch Real, Großbern. Wilhelm von Siemens. Der Großbern-Ecke da, wo auch und so. Wilhelm von Siemens-Straße. Ja, kann sein. Mhm. Naja, eher. Ja, egal. Aber trotzdem traurig. Ich finde ja. Weil wir sind ja nun mal sehr kommunikativ und machen unsere Späße. Ja. Und gut, dann weiß man, dass man keine Späße macht. Nee, weil sie reagiert ja auf nichts. Dann macht man halt auch so ein Gesicht. Ja. Ganz einfach. Ja, dann hat eine Avocado. Hier sowas wie das da oben. Genau. Eine Avocado. Die muss aber noch, ne? Die ist. Muss man mal schnell was. Die muss. Ich muss noch was zu der Freundin. Ich hatte. Als mein alter Arzt, Dr. Schönwart, oh, ich habe ihn geliebt, er hat sich dann privatisiert, hat eine private Praxis. Und da war eine Ärztin, war eine Arzthelferin, das war eine Russin. Blonde, lange Haare und die hat auch immer keine Miene verzogen, ne? Kein Lächeln, kein Nichts. Dann habe ich mal zum Schöni, also ich habe den immer Schöni und dann Schöniger, dieser, ich sage, sag mal, kein Lächeln, kein Nichts, kein gar nichts. Dann sagt er zu mir, dann spreche ich dir mal drauf an. Dann hatte ich ein EKG oder ein Lungenfunktionstest, irgendwas war und sie lächelte so ein bisschen. Ich sage, nein, sie können ja doch lächeln. Ja, sagt sie. Ich sage, ja, aber sie ziehen immer ein Gesicht. Sie lächeln nie, immer ein. Das war ihr gar nicht bewusst. Und danach hat sie mich immer mehr lächelt, wenn ich zum Arzt kam. Ja. So viel dazu. Ja. Also die ist noch sehr hart, vielleicht kann ich sie vom Urlaub essen, ich weiß nicht. Aber ich möchte so, ich habe ja noch Sushi-Reis, dann habe ich ja dieses grüne Algenpapier und dann mit so halt oder eine Sommerrolle oder irgendwie so, ne? Da irgendwas spielt mir da im Kopf.
Ja, dann waren wir bei Hit und da sagte sie plötzlich beim Reingehen, sagte, ich hätte ja auch mal wieder Lust auf einen richtig schönen Milchreis, schönen kalten Milchreis. Ich sage, gut, den kannst du aber nur kalt kaufen oder wir müssen jetzt nach Hause fahren und müssen jetzt Milchreis kochen. Naja, gut, bei Aldi hatten sie dann eine Limited Edition. Ja, und zwar Milchreis kann man ja mal machen. Milchreis mit Zitronencreme und Pina Colada. 33 Cent im Angebot, da habe ich zwei Stück mitgenommen. Dann hat Ille sich hier noch Watermelon-Tee getränkt mit Wassermelonen-Geschmack. Ja, so klein wie ist das, schaffe ich mal. So, wir haben letztens erst Getränke wieder aussortiert, die ich alle zu meinem Sohn gebracht. Der hat sich gefreut. Auch diese Maddie, diese von der Red Bull, diese pinkfarbenen. Weil ich mir so viel gekauft, weil du gesagt hast, die sind so lecker. Ist ohne Zucker. Hat alle meine Schwiegertochter hier. Die freut sich, hat sich gefreut. Und die Granate. Apfel von Flirty. Ja, dann 65 Cent. Zu guter Letzt. Capri-Sonne. Ich weiß nicht, ob der eine oder der andere mitbekommen hatte. Es geht um diese Papierstrohhalme. Ach ja. Und ich weiß nicht, ob es jetzt hier in Deutschland auch schon, aber in der Schweiz ist es so, dass sie wieder auf die Plastik umgehen, weil die weichen zu schnell durch. Ja, das stimmt. Man bekommt auch die Verpackung mit diesen Papierstrohhalmen nicht wirklich auf. Sie sind dabei und wollen wieder ändern. Gut, ich meine, andersrum ist es so, das wird jetzt auch noch, ist auch Papier, das wird auch noch mal in Plastik eingewickelt. Ich meine, dass das eingewickelt werden muss, ist klar. Das ist Aluminium, würde ich mal sprechen. Ja. Also, ja gut, also das möchte Ille gerne einfrieren. Genau, weil ich habe keine Wassereis bekommen. Also friere ich mir hier so ein Teil ein. Das sind wie viel? 200 Milliliter, das wären es. Wie viel hatten so ein Wassereis? 20 Milliliter, wa? Ja. Na ja, nun, aber... Die müssen wir so einfrieren, so wie sie sind. So wie sie sind, will ich sie einfrieren, ja. Mal gucken, wie sie oder sind. Ich nehme diese, na, die zeigen wir nachher, diese Silikonmatten. Ja, da so na, ist doch egal. Kann ich schön alle in Becher und dann lutschen. Auf jeden Fall, ne, also nicht alle, Jason kriegt auch was davon, wenn er da ist. Aber gerade für Jason, ne, mit seinem Autismus, er hat er schon von klein auf gemacht, er kaut immer auf diesen Strohhalm, ne? Ja. Und dann kriegt er natürlich nichts mehr raus. Ne? Ich meine, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber ja. Capri-Sonne, Capri-Sonne Multivitamin 3,29. Ja, das war's. Ach, das war's. Das war's. Der Einkauf ist erledigt. Ja, packe ich jetzt ein. Ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt immer gut drauf, zieht euch warm an, wenn es kalt wird oder lasst es bleiben. Zieht euch aus, wenn es heiß wird. Und zieht euch aus, wenn es warm wird. Nicht ganz ausziehen, bitte. Lieben Dank nochmal, liebe Steffi. Du hast uns eine sehr große Freude gemacht. Achso, wie lange ist der Tag? Ich habe jetzt noch nicht da oben steht. 30.03.26. Ja. Best before. Das ist. Opening Cups hier. Waren die anderen auch so mit so? Oder waren die. Haben die nicht einen Schraubverschluss gehabt, die anderen? Nee, ich glaube, die haben auch. Der ist ja jetzt noch zu. Der ist noch zu, ja, eben. Ich glaube, der hat da aber auch so einen. Na, werden wir gleich mal gucken. Oder haben wir die schon entsorgt? Ein bisschen ist noch drin, ne? Ja, aber was drin ist, dann werden wir sie nicht entsorgt haben. Lecker, oh, Leute. Dann werden wir sie nicht entsorgen. Also werdet euch jetzt, wundert euch nicht, wir drehen heute schon die ersten Demo-Holz ab, weil die müssen fertig sein, bevor wir in Urlaub fliegen. Und deswegen, ne, wenn wir die halt jetzt selber anhören an den Demo-Videos, dann wisst ihr, dass das heute am 28.08. abgedreht wurde. Zumindest ist ein Teil. Ja. Das, was wir haben. Dann zeigen wir euch, entweder war das jetzt schon vorher, habt das schon vorher gesehen, oder wir werden es euch jetzt am Anschluss zeigen. Ein
Wasserfilter. Wasseraufbereitung. Wasseraufbereitung, genau. Hallo Freunde, wir befinden uns in unserer Küche und ich möchte euch gern dieses Gerät hier vorstellen. Vielleicht kannst du mal rumgehen. Ach, vielleicht solltest du gucken, ne? Ja. Dieses Gerät vorstellen, das ist ein Wasseraufbereiter. Und zwar, muss ich euch das so mal zeigen, Ecoviva nennt er sich. Der bereitet Wasser auf. Und zwar, klar, unser Wasser ist schon das best kontrollierte Wasser. Ne? Da spricht nichts gegen. Und aber in den meisten oder in vielen Altbauwohnungen, dazu zählt unser ist ein alter Neubau, wir haben ja sehr alte Rohre. Und da sind dann schon Bestandteile drin, die wir nicht unbedingt in unser Leitungswasser haben möchten, weil wir das ja auch trinken. Ne? Und es gibt verschiedene Wasserfilter, ist ganz klar. Es gibt die normalen Wasserfilter, da hast du deinen Literbehälter, da packst du irgendeinen Filter drin, dann filtert das. Aber dieser hier, der filtert das, es ist wirklich, ist schon spitzenmäßig. Der filtert bis kleinste Detail dein Wasser. Du hast hier hinten erstmal einen 4 Liter Wassertank. Ja. Der hat eine Teilung. Er reinigt das Wasser und bringt es dann wieder zurück. Hier hat er seinen Filter. Der muss einmal im Jahr gewechselt werden. Kommt drauf an, wie oft man diesen Wasseraufbereiter nutzt. Mach mal an. Hier zeigt er dir an, wie viel pp pro Partikel sowieso TDS, müsst ihr euch mal sachkundig machen, müsst ihr mal googeln. Auf jeden Fall sollten die, hier hast du mich, kannst du mal aufhalten, hier wurde mich beschrieben, ne? Diese TDS-Bereiche. Von 0 bis 50 ppm ist exzellent. Von 50 bis 100 ppm ist gut und bis dahin inakzeptabel. So, wenn wir jetzt hier raufgehen, unserem, guck mal hier. So, zum Beispiel so. Der hat 15 ppm. Und da liegen wir gut in diesem Exzellentbereich, ne? Also wunderbar. Wenn wir jetzt, du kannst machen 500 Milliliter, spült er dir durch und gibt dir sauberes Wasser. Du kannst, hier sind 500 Milliliter, hier sind 300 Milliliter, hier sind, ach, da muss ich hier raufgehen, hier. Wie jetzt arbeitet er? Hier sind 150 Milliliter, 45 Grad. Hier ist 100 Grad, 85 Grad, 45 Grad und Normaltemperatur. Der bringt dir auch heißes Wasser und das sofort. Sofort. Für Babynahrung ist extra hier 45 Grad Babynahrung. Machst deine Flasche fertig, machst du runter, Wasser rein, fertig. Ne? Also und Normaltemperatur ist, da bringt er dir normal das Wasser raus. Ich teste das jetzt mal. Ich brauche mal einen Behälter, eine Tasse. Gib mir mal ein Glas, wo man reingucken kann. Genau. So. Das stelle ich jetzt runter. Ne? Jetzt machen wir mal hier Normaltemperatur. Guck mal, er bringt sofort das Wasser. Ich habe jetzt 300 Milliliter eingegeben. Passt das nicht. Du kannst aber auch vorher ausmachen. So, ne? Machen wir mal aus. So. Jetzt steht hier Work. Bevor du das Gerät in Betrieb nehmen kannst, musst du es erst ein paar Mal durchlaufen lassen, bis der Filter sich aktiviert. Ne? Du hast hier wirklich hier oben diesen. Da oben ist der Filter drin. Ne? Hier hast du deinen Teil, womit du den Filter rauskriegst. Ruf. Der hält bis zu einem Jahr. Wo ist denn jetzt die Kerbe? Da. Ne? So. Der hält bis zu einem Jahr. Jetzt, stelle ich mich immer ein bisschen blöd an. Aber jetzt sagen wir mal, ich will jetzt hier 45 Grad. Da muss ich hier erst hier. Dann hier, warte mal.
Und mal, siehst du, da bin ich mal zu langsam, ne? Beim Heißwasser, wenn du Heißwasser machen möchtest, da ist immer ein Schloss vor. Du musst dieses erst entriegeln, damit du nicht aus Versehen rufdrückst und dir die Hände verbrühst. Deswegen, und da, das habe ich immer so ein bisschen Struggle mit. Also, so, 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 so. Und jetzt bringt er sofort heißes Wasser. Es ist heiß. Geh mal ran. Vielleicht sieht man ja das. Es ist heißes Wasser. Hoch, ich muss hier hoch. Aus. Es ist heiß. Also sofort heißes Wasser. Ich kipp das mal aus. Na, also. Die ist schon geil, die Maschine. Also die Eco Viva. Wie gesagt, 4 Liter Tank. Du kannst das Wasser auch immer drin lassen, weil er jedes Mal, bevor er dir das Wasser bringt, reinigt er das Wasser. Und er hat hier einen Speicher von 500 Milliliter, speichert er immer gereinigtes Wasser. Bevor du das aber dann benutzt, erscheint dann hier UV. Und da wurde nochmal, wenn nochmal, falls sich Bakterien gebildet haben sollten in den 500 Milliliter, geht hier UV an und dann wird das nochmal durchgespült mit, und da werden dann Bakterien oder weiß ich, was irgendwas drin sein sollte, werden dann abgetötet durch das UV. Ne? Also also wir haben unseren Wasserkocher jetzt weggemacht. Wir haben ja vorher einen Wasserkocher gehabt. Brauchen wir ja nicht mehr, weil er bringt ja heißes Wasser. Ne? Er bringt sofort heißes Wasser. Er kocht es nicht erst auf, sondern er hat sofort heißes Wasser. Wie er das macht, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist das ein tolles Gerät. Wir hatten noch nie einen Wasserfilter. Habe ich nie irgendwie so wirklich Wert drauf gelegt. Aber unser Wasser ist auch sehr kalkhaltig hier. Und ja, schauen wir mal. Also, schmeckst du den Unterschied? Also dazu kann ich noch nichts sagen, ob man den Unterschied schmeckt. Man weiß halt nur, dass es sauberer ist, das Wasser. Und vielleicht hilft es auch schon, wenn man weiß, da sind nicht so viele Partikel drin, die der Körper eigentlich nicht möchte. Ja, was soll ich sagen? Ich habe einen Rabattcode für euch. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken. Das ist teuer, das Gerät kostet über 300 Euro. Es ist teuer, ist klar. Kann sich nicht jeder leisten, weiß ich. Ich könnte es mir auch nicht leisten, ganz ehrlich gesagt. Ne? Also, aber wer halt Wert darauf legt, sauberes Wasser zu haben, gerade wer Babys hat oder ne, Enkel oder wie auch immer, du kannst hier immer auf 45 Grad, hast du deine Flaschentemperatur, immer gleich heiß, musst nicht erst aufsetzen und wie gesagt, du hast immer heißes Wasser, du hast immer normales Wasser zum Trinken, immer bereit. Er sagt dir rechtzeitig an, wann das Wasser aufgefüllt werden muss, er sagt dir rechtzeitig an, wann der Filter gewechselt werden muss und ja, wie gesagt, ich werde euch alle verlinken in der Infobox. So heißt das Gerät. Und wir finden es klasse. Aber wie gesagt, es ist teuer. Klar, kann sich wirklich nicht jeder leisten. Aber trotzdem wollte ich es euch einmal vorstellen. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. Genau. Genau, und wer sieht ihr das jetzt? Oder ihr habt es vorher abgesehen oder ihr werdet es irgendwann sehen. Schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall bedanken wir uns fürs Zusehen, fürs Einschalten, Abschalten, Umschalten, Wegschalten. Ne? Wenn das jetzt noch länger geht, das Video nicht abschalten, sondern weiter gucken. Und bleibt gesund, bleibt uns erhalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Du hast was vergessen. Was wird doch ich sagen? Achso, Daumen hoch, Daumen runter. Support ist Support. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und was sagen wir denn? Da kannst du ihn drauf lassen. Da könnte er gefasst drauf sein. Ich habe mich am Kaffee verschluckt. Was sagen wir denn? Immer wieder gerne. Tschüss. Tschüss mit Üs. Und Hi mit Ei. Das ist echt, kannst du wirklich, das kannst du so wie so auf den Teller da mit dem Brot. Lecker. Da steht die Frau voll drauf. Ja, also ich liebe es. Oh, machen wir überall Sesamöl ran. Überall. Ja. Schatz, machst du nicht aus, die Kamera? Doch, aber ich habe doch nur die Flasche in der Hand gehabt. Ach so, okay. Ich mach schon aus.
Ich mach schon aus, du kleine süße Maus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.